Jo Freunde, willkommen zurück zur Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Wie ihr bereits sehen könnt, habe ich mein Team im Vergleich zum letzten Mal etwas gestärkt. Alle Pokémon sind mittlerweile auf Level 15, mit Ausnahme von Dratini. Das ist noch auf Level 14, benötigt aber nur noch ein paar Punkte bis zum nächsten Level-Up. Ich wollte einfach den Erhalt von Drachenwut mit euch zusammen genießen, Freunde, okay? Denn das wird Itachi von der, ich will nicht sagen Nutzlosigkeit, aber von der Schwerfälligkeit hin zum absoluten MVP katapultieren, okay? Wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile Konan rausgepackt, auch wenn ich sie schon bis Level 13 gelevelt hatte. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich hatte mich dazu entschieden, sie rauszunehmen, weil wir bereits mit Dratini und, ja, mehr oder weniger eigentlich auch Bliss, zwei Pokémon haben, die schon relativ schwer zu leveln gewesen sind. Und, ja, Chi-Chi habe ich sogar auch ein bisschen trainiert gehabt, aber da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Und Konan ist auch sehr, sehr schwer zu trainieren, benötigt sehr viele Erfahrungspunkte. Und man muss auch sagen, beim Fangen von Pokémon, was wir ja gegen Baldorfisch gesehen haben, kann Hagelalarm schon eher ein Klotz am Bein als wirklich nützlich sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Deshalb würde ich erstmal mit diesen 5 weitergehen. Wir haben aber noch einiges an Reserve in der Box, Freunde. Es war tatsächlich relativ leicht für mich hier zu trainieren, denn beim letzten Mal, als wir hier auf der Route waren, habt ihr zwar nur gesehen, dass hier Baldorfisch ist, allerdings waren hier auch noch als mögliche Encounter Enikoro, Rettan und vor allem Lavados, okay? Lavados auf Level 5 war halt, er hat ultra viele Erfahrungspunkte gegeben, gerade halt für, ja, Bichamon mit einer Elektroattacke. War das einfach easy level up, okay? ja, und natürlich auch für den guten Chaz mit einer Wasserattacke. Das war gar kein Problem. Ja, das Team ist gestärkt und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Flori. Oh, da ist unser Rivale. Adrian! Oh, CK, du hast den Orden. Ewig genau, ja, und so weiter. Ja, ich wollte zur Route 207, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich da ohne Fahrrad nicht hochkomme. Auch wenn es relativ gefährlich sein dürfte, selbst mit Fahrrad so einen steilen Hang hochzufahren, den man zu Fuß nicht hochlaufen kann. Aber das ist, das ist das Problem der Menschen in der Pokémon-Welt, okay? Nicht meins. So, Itachi ist ganz vorne. Beim nächsten Kampf dürfte es soweit sein, Freunde. Beim nächsten Kampf erlernt es die gute Drachenwut, die an diesem Punkt im Spiel ein absoluter OP-Angriff ist. Und ich würde sagen, wir... Oh nein, Junge, Alter. Ja, meine Fresse. Kannst du bitte aufhören, jedes Mal aufzukreuzen? Ohne Witz, was machst du eigentlich in Jubelstadt? Was machst du da eigentlich? Oh, Junge, Alter. So, wir sind in Jubelstadt. Yu-Gi-Oh! GX-Fans würden sagen Jubelstadt. Franck Ribéry würde sagen Jubelstadt. Okay, und da ist Team Galactic. So, wir müssen jetzt gemeinsam mit Lucia gegen Team Galactic kämpfen. Das hatten wir bereits. Im ersten Run sind wir nicht mal so weit gekommen. Da sind wir an Kimberly gescheitert. Das heißt, an dem ersten Arena-Leiter. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, tatsächlich bis hierhin zu kommen. Und Team Galactic dürften wir souverän besiegen, okay? Was gehen diese Dialoge schon wieder so lang? Komm schon. Wir sind jetzt, ich glaube, seit 3 Minuten oder so im Spiel und wir hatten noch keinen einzigen Kampf. Okay, endlich geht's los. Die Team Galactic Battle-Musik ist auch wirklich cool, okay? Smogmog und Traunfugil. Wie kannst du es wagen, mit einem meiner Lieblings-Pokémon aus der zweiten Generation gegen mich zu kämpfen? Für wen hältst du dich eigentlich, ja? Okay, und wir haben Latios als Partner im Team. Meinetwegen. Ja, stimmt ja. Okay, macht Sinn. Wenn wir uns für Bliss entschieden haben, unser Rivale demnach Ladybar bekommen hat, dann muss sie ja Latios gewählt haben. Anders geht's ja gar nicht, okay? Ich muss tatsächlich sagen, Windhose ist ein überraschend guter Angriff. Oh, es trifft sogar beide. Und Latios setzt sogar rechte Hand ein. Das ist ja perfekt für einen Doppelkampf. Also besser könnte es gerade gar nicht laufen. Aber Windhose ist tatsächlich ein relativ cooler Angriff, denn zum einen macht er mehr Schaden als Rückkehr. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Und zum anderen passiert genau das. Der Gegner kann zurückschrecken. Und vor allem in Kombination mit Donnerwelle hat man dann diese Para-Flinch-Kombo, die quasi dafür sorgt, dass, also wenn man den Gegner paralysiert hat, dass er dann entweder durch die Paralyse oder durch das Zurückschrecken nicht angreifen kann.
Das funktioniert leider mit Itachi nicht ganz so gut wie mit Togekiss. Togekiss hat sich eine komplette Existenz auf dieser Strategie aufgebaut. Aber trotzdem sollte man das nicht unterschätzen. Dennoch habe ich gerade ein bisschen Angst vor Psi-Welle, wenn ich ehrlich bin. Weil ich meine, Psi-Welle müsste an diesem Punkt reichen, um Itachi zu killen. Und das will ich gerade wirklich nicht riskieren. Ich meine, wir wissen, wie Psi-Welle funktioniert. Schicken wir einfach Bliss in den Kampf, okay? Bliss dürfte hier keine Probleme haben. Das ist quasi unser alter Geiststarter. Diese random Yu-Gi-Oh!-Referenz, okay, das war nicht geplant. Unser alter Geiststarter. Und ist er der Drachenwut, Freunde? Gegen unseren neuen Geiststarter, das wollte ich eigentlich sagen. Okay, jetzt ist die Frage, was wollen wir vergessen? Silberblick, Donnerwelle, Rückkehr oder Windhose? Okay, Windhose, Donnerwelle ist so eine gute Kombo niemals, okay? Rückkehr oder Silberblick? Ich muss sagen, wenn wir Rückkehr vergessen, dann macht Silberblick gar keinen Sinn mehr, weil wir keinen physischen Angriff mehr haben. Also von daher ist es ganz klar Silberblick, okay? Drachenwut, Freunde. Es zieht genau 40 KP ab. Es zieht genau 40 KP ab. Das ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Okay, sorry, Traunfugil. Aber wenn diese Psi-Welle nicht reicht, dann wird auf jeden Fall Finster-Aura reichen. Okay. Psi-Welle hat gereicht. Das, hat mir die Schande erspart, meinen, meinen letzten Starter zu besiegen. Traunfugil, ein cooles Pokémon, okay? Bla bla bla, wir ziehen uns zurück und so weiter. Wir sind irgendwelche Loser, die gegen kleine Kinder verloren haben. So, ja, was sind das denn für Leute? Die machen irgendwas Böses und ich schätze, wir sollten sie irgendwie aufhalten. Aber irgendwie mache ich das nicht, sondern ich überlasse es hier den 10-jährigen Kindern und so weiter und so fort. Komm schon, Mann. Junge, wie viele Dialoge gibt es denn an dem Punkt in diesem Spiel? Vor allem kann ich doch nicht mal reden. Ich kann nicht mal meine Meinung dazu sagen. Ich höre einfach immer nur zu, wie andere Leute reden und das war's. Fühlen die sich nicht auch ab einem gewissen Punkt verarscht, wenn ich einfach nur Ja sage und gar nichts tue? Oh, das war klasse. Wirklich sehr gut. Exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Ach ja, der Modekoffer. Sollen wir, wenn wir in Herzhofen sind, einen Wettbewerb, einen Pokémon-Wettbewerb austragen? Ich war zwar nie ein großer Fan davon, aber ich fand, es war ein nettes Extra. Wenn man so Langeweile hatte, konnte man das machen. Schreibt es in die Kommentare, ob wir das eventuell machen sollen, wenn wir irgendwann mal so weit sind. So, mittlerweile sind alle unsere Pokémon auf Level 15 angekommen und das bedeutet, Dratini hat jetzt den allmächtigen Drachenwutangriff. Und das bedeutet, Dratini dürfte alles wegklatschen, was uns demnächst in die Quere kommen sollte. Und ja, ich weiß nicht, wie oft ich das noch betonen soll, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Team. So, wir machen uns auf den Weg nach oben. In Richtung Flori. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Es geht weiter mit, oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Willst du gegen mich antreten? Wir werden sehen, ob ich wirklich so schwächlich bin. Entrepreneur Joe. Yugong? Das ist alles, was du zu bieten hast gegen mein Itachi? Ich meine, Freunde, Itachi hat sein Mangekyo Sharingan erweckt, okay? Und ich würde sagen, Drachenwut ist quasi das Pokémon-Äquivalent zu, keine Ahnung, Tsukuyomi, Izanami. Es gibt so viele heftige Angriffe, Jutsus, die Itachi drauf hat, okay? Drachenwut, Itachi! Wundervoll. Genau das wird mit so gut wie jedem Pokémon passieren, gegen das wir Drachenwut einsetzen. Zumindest für die nächsten 2 Spielstunden oder so. Und danach kommen irgendwann Pokémon, die auch mehr KP haben als 40. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich werde dich mit dem Karpador besiegen. Du wirst keinen Karpador haben. Aber ich bin gespannt darauf, was du haben wirst, mein Freund. Barcatcher Cammy. Capoeira? Das ist sogar vom Namen her noch ziemlich weit dran an Karpador. Aber auch das ist keine Bedrohung, auch wenn es die Fähigkeit Bedroher hat, für Itachis Drachenwut. Und tschüss, Capoeira. Nett, dich kennengelernt zu haben. Oh, Mann. Es hat sich gelohnt. Es hat sich sowas von gelohnt. Es hat sich sowas von gelohnt. Im Vergleich dazu, wie
schwach Itachi zu Beginn gewesen ist, kann es jetzt einfach absolut alles wegklatschen. Das einzige Problem ist, dass Drachenwut nur 10 AP hat. Visor, das vermeintliche Shiny Visor, welches Kens ist? Ich glaube, das können wir sogar mit Windhose killen. Oder? Das müsste reichen. Perfekt. So. Oh mein Gott, es erreicht nicht mal Level 16. Entschuldige, aber dürfte ich dich um einen Kampf bitten? Was, wenn ich jetzt Nein sage? Was, wenn ich jetzt nicht möchte? Okay. Fritzelblitz. Kommt mir ebenfalls bekannt vor. So sieht man sich wieder, Killua 1. Tja, und es tut mir leid, aber... Diesen Angriff wirst du unter keinen Umständen überleben, mein Freund. Es ist so heftig. Es ist gefühlt eine K.O.-Attacke mit 100er Genauigkeit. Itachi erreicht Level 16. Ohne Probleme. Okay. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn wir das die ganze Zeit machen. Okay, wir haben es verstanden. Dratini kann in diesem Punkt, an diesem Punkt des Spiels so gut wie alles wegklatschen ohne Probleme. Ist da tatsächlich 100 Genauigkeit. Es ist so heftig. So, wen packen wir nach vorne? Ich würde sagen, der gute Chaz, okay? Der gute Chaz geht ab nach vorne. Und auf was werden wir treffen? Pantimos. Man muss halt sagen, ne, also wie gesagt, auf der einen Route hätten wir statt Baldorfisch auch Lavados als Encounter haben können. Das wäre natürlich cool gewesen. Biss wird sowas von sehr effektiv treffen. Das wird sowas von reichen. Es wäre cool gewesen, Lavados im Team zu haben. Ich glaube, das wäre sogar halbwegs fangbar gewesen. Die Sache ist aber, ja gut. Wir haben Baldorfisch getroffen. So läuft das Leben, okay? Ich habe aber kein Problem damit. Im Inneren der Höhle wird der Weg durch Felsen blockiert. Ah, so, ja, stimmt, ja. Machen wir uns mal eben auf den Weg zurück. Ich habe jetzt keinen Bock, einem der Pokémons der Trümmerer beizubringen. Ein wildes Pantimos erscheint. So ist das Leben. Let's go, Chaz. Biss. Und damit dürfte das erledigt sein. Gar kein Problem, Mann. Ich glaube, Level 15 ist ein ganz, ganz gutes Level-Cap für den aktuellen Punkt des Spiels. Ich glaube, das ist ganz gut. Also, wir dürften eigentlich mit allem soweit klarkommen. Ich meine, ich hatte sogar Chi-Chi bereits vorsorglich Zertrümmerer beigebracht. Nein, nicht ablegen. Warum gibt es überhaupt die Ablegen-Option? Warum gibt es nicht einfach nur die Pokémon-Bewegen-Option? Komm schon. Ja, wir nehmen Chi-Chi ins Team. Denn Chi-Chi kann bereits Zertrümmerer. Und damit dürften wir dann keine Probleme haben. So, und ab nach oben. Der Typ macht das immer wieder! Ist euch das mal aufgefallen? Jedes Mal, wenn ich hier durch will, blockiert er mir den Weg. Und selbst wenn ich dann zur Seite gehe, blockiert er mir immer noch den Weg. Es ist immer so. Warum nur dieser eine Typ? Nur dieser eine Typ. Fifian. Ah. Hi. Das stimmt ja, wir haben hier ein Fifian gefangen, ne? So war das. Kratzer dürfte reichen. Dieser Moment, wenn sogar Kratzer reicht. Okay. Wir sind ein bisschen überlevelt. Also im Vergleich zu den Pokémon. Auf Route 204. Aber jetzt sind wir im verwüsteten Pfad und ich bin gespannt, was wir hier fangen können. Zunächst mal haben wir einen Nugget gefunden. Den können wir sowas von für 5000 Poké-Dollar im nächsten Pokémon-Supermarkt verkaufen und uns davon mehr Bälle kaufen, Freunde. Und jetzt schauen wir, was wird uns hier erwarten. Also ich meine, wenn wir Lavados nicht haben konnten, ich nehme gerne ein anderes legendäres Feuer-Pokémon. Kein Problem. Das Problem dürfte nur sein, das Ding zu fangen. Und es überhaupt runterzukriegen, ohne es zu killen.
Wie werden wir das anstellen? Es ist gut, dass wir Chi-Chi im Team haben. Chi-Chi dürfte Entei Schaden machen, ohne es instant zu killen. Silberblick. Ich frage mich, ob es auf Level 4 schon irgendeinen brauchbaren Angriff beherrscht, aber komm schon, Entei. Also das müssen wir wohl versuchen, es geht nicht anders, ja? Okay. Wenn der nächste Zertrümmerer kein Volltreffer ist, dann wäre das die perfekte Range, um es zu fangen. Bitte kein Volltreffer. Perfekt. Das hätten wir. Mir fällt gerade auf, ich hätte auch Nachtnebel einsetzen können, aber wer weiß, wie viel Schaden Nachtnebel gemacht hätte und vielleicht wäre es ein bisschen zu viel und dann hätten wir es nicht nochmal mit Zertrümmerer angreifen können. Wie auch immer. Was haben wir für Attacken? Donnerwelle. Hört sich sehr gut an. Da haben wir nochmal Donnerwelle. Hört sich ebenfalls gut an. Ich würde sagen, Donnerwelle ist die Devise. Also, Chi-Chi, das reicht. Vielen Dank für deinen Einsatz. Perfekt, dass wir sie mitgenommen haben. Bishamon. Komm schon, vielleicht reicht ja Statik. Perfekt. Es paralysiert sich schon selbst durch Statik. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Wir haben gerade nur 21 Pokébälle. Ich bezweifle zwar, dass das reicht, aber wir werden alles versuchen. Gut, das könnte dauern. Wir haben einen Hyperball. Wir werden sehen, ob das klappt. Es wäre halt ultra cool, wenn es klappen würde. Das wackelt nicht mal. Klar, ich hätte mir mehr Pokébälle kaufen können, aber das wären halt auch nur Pokébälle gewesen. Das wackelt nicht ein einziges Mal. Das ist gar nicht cool. Und es jetzt noch mehr zu schädigen, das wird nicht funktionieren. Unter keinen Umständen. Es wackelt nicht ein einziges Mal. Eieieiei. Eins? Na. Ah. Komm schon, Mann. Es hat mir so Hoffnung gemacht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es gilt erneut die Devise, wir haben alle Zeit der Welt, aber nicht alle Pokébälle der Welt. Beziehungsweise nicht alle Hyperbälle. Hätten wir 20 Hyperbälle gehabt, dann wäre das, denke ich, nicht so das große Problem gewesen. Aber komm schon. Wackel wenigstens. Sieht gar nicht gut aus. Das wird nicht drin bleiben. Das wird sowas von nicht drin bleiben. Werfen wir einen Premierball einfach nur für die Abwechslung, okay? Es tut zwar überhaupt nichts zur Sache, aber komm schon. Bleib im Premierball. Eins! Ja, das wird unter keinen Umständen drin bleiben. Bruder, komm schon. Wir gehen zusammen mit Itachi Pizza essen, okay? Du kannst dir was aussuchen. Wir gehen von mir aus in ein Restaurant, okay? Köftespieß, Bruder. Wir gehen Köftespieß essen. Mit einem frisch gezapften Ei dann. Bleib einfach im Pokéball. Eins. Ah! Komm schon, bleib bitte drin. Bleib drin. Eins. Oh, es hat noch nicht ein einziges Mal, überhaupt wenigstens zweimal gewackelt. Bishamons Verteidigung ist so down, sie kann nicht mal mehr senken. Also sie kann nicht mal mehr gesenkt werden. Ich glaube, wir sollten an der Stelle mal wechseln. Bevor das noch irgendwie eskaliert. Ja. Oh nein, warte, es hat Biss. Das war jetzt das Dümmste, was ich hätte machen können. Aber egal. Biss macht trotzdem nicht so viel Schaden. Bei Bliss.
Komm schon, bitte bleib im Pokéball, Mann. Bruder, wenn du jetzt in dem Pokéball bleibst, wir gehen Köftespieß essen, du kriegst einen frisch gezapften Eidan und ich bring dir bei, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt, okay? Ich kauf dir sogar ein eigenes Deck, Bruder. Kein Dogmatiker oder irgendwas, was ultra teuer ist, aber ich kauf dir irgendein Goat-Deck oder so, ja? Goat-Format, das macht eher am meisten Spaß, komm schon. Bleib im Pokéball, Bruder. Wir werden eine schöne Zeit zusammen haben. Dir wird's gut gehen bei uns. Eins! Nein, Junge! Komm schon, Entei! Was willst du eigentlich? Du bist seit dem dritten Pokémon-Film oder so irrelevant. Bleib jetzt gefälligst in dem Ball. Ach, Junge, Alter. Es ist halt echt zum Kotzen. Es ist halt echt zum Kotzen, Mann. Wir haben gleich sowas von keine Bälle mehr. Ich meine, ich habe kein Problem damit, weil wir können in der nächsten Stadt sowieso neue Bälle kaufen und dann, also ich meine, wir haben genug Geld. Das Problem ist auch nicht wirklich die Anzahl an Pokébällen, sondern die Tatsache, dass es Pokébälle sind und keine Hyperbälle. Oder Superbälle wenigstens. Eins. Es wackelt nicht mal zweimal. Komm schon. Ey, wir haben nur noch 6 Bälle, so lange kann es jetzt nicht mehr dauern. Kannst du aufhören, mich mit deiner sternförmigen Fresse so anzustarren? Bleib einfach in dem Kackball. Der hat die gleichen Farben wie dein Gesicht. Also bleib da jetzt drin. Guck mal, es ist doch das Logischste der Welt für dich, mit in dieses heftige Pokémon-Team aufgenommen zu werden. Wir werden so vieles gemeinsam erleben. Wir werden durch den Ewigwald gehen. Wir werden den zweiten Orden holen. Wir werden über die Grenzen hinausgehen. Wir werden die... Okay, vielleicht scheitern wir auch wieder am Ewigwald, aber das ist nicht der Punkt, okay? Es wird dir sowas von gut gehen, Entei. Es will einfach nicht im Ball bleiben. Es will sowas von nicht im Ball bleiben. Naja, da kann man nichts machen. Nein, wir werfen zuerst den Premierball. Das Beste kommt zum Schluss. Bleib drin, Kollege. Es wackelt nicht mal. Okay. Das ist der letzte und mit Abstand effektivste Ball. Du wirst da jetzt gefälligst drin bleiben, Entei. Es, Junge, Alter, oh Mann, komm schon, das ist wirklich uncool, das ist finster Aura, das war's, Mann. Wer braucht dich schon? Du bist nicht mal der Coolste aus deinem Trio. Suicune ist viel besser als du, also. Also ich weiß nicht, wie ihr das hier da... Für mich persönlich zumindest. Ey, wenn jetzt wieder Entei auftaucht, ne? Ich raste aus. Junge! Wieso kann ich nicht hoch? Irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Oh nein, jetzt passiert das wieder. Komm schon, wir waren so safe. Wir hatten das so lange nicht mehr, dass der Controller Probleme gemacht hat, bei welchem Spiel auch immer. Und jetzt fängt das wieder an. Alles wegen Entei. Entei hat so viel kaputt gemacht. Wie auch immer, Route 204. Ja. Du hättest es so gut haben können, Mann. Aber nein, stattdessen entscheidest du dich dazu, einfach in deiner Kackhöhle zu bleiben. Durch die du nicht mal durchkommst ohne Zertrümmerer. Rich Kid Tia. Zwierlicht. Das kommt mir sehr bekannt vor. Fast so, als hätten wir selbst eins. Aber Biss wird das auf jeden Fall regeln.
Ich dachte kurz, es überlebt den Biss, weil es so gute Verteidigungswerte hat, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Und Chess Princeton erreicht Level 16, Freunde. Kryphook. Auch sehr interessant. Wenn ich mich recht entsinne, war das sehr schwer zu bekommen in der vierten Generation. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es bekommt. Es war irgendwas mit diesen Ruinen oder so und keine Ahnung was. Es war, glaube ich, relativ schwer, eins zu bekommen. Aber ich hatte eins. Da kann ich mich dran erinnern. Ich habe auf jeden Fall irgendwie... Ich wollte es unbedingt haben, einfach für die Sammlung. Und dann hatte ich eins. Ja. Ist auch eines der Pokémon, die Cynthia einsetzt. Also der Champion. Bekannt als wahrscheinlich der schwierigste Champion von allen. Also die schwerste, die mit dem stärksten Team. Ich meine, was hat sie einfach für ein heftiges Team? Sie hat Kryphook, Togekiss, Roserade, Knackrack. Was noch? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall hat sie ein ultra heftiges Team. Also wirklich in allen Belangen einfach ein krasses Team. So, packen wir mal Sasori nach vorne, der hat lange nicht gekämpft. Was hat der Kollege hier zu bieten? Ich bin gespannt. Hey, lass mich dir meine Käfer-Pokémon zeigen. Ich bezweifle zwar, dass du Käfer-Pokémon haben wirst, aber wenn du gerne möchtest. Paras ist tatsächlich ein Käfer. Ich nehme alles zurück, Minion. Aber diese Schnabelattacke dürfte dein Paras nicht überleben. Käfertyp hin oder her. Okay. Panekon. Lol, der Käfersammler hat tatsächlich Käfer-Pokémon. Wie ironisch. Als ob es nicht noch 18 andere Typen oder so geben würde. Oh, das überlebt tatsächlich diese Schnabelattacke und es ist auch noch Härtner ein, okay. Panekon meint es wirklich ernst, okay. Panekon versucht hier wirklich die Verteidigung aufzubringen. Aber das ist kein Problem für Sasori. So, weil die gleich einen Doppelkampf machen würden, also würde ich sagen, packen wir mal den guten Chess nach vorne. Und weiter geht's, mal schauen, was die beiden hier zu bieten haben. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Ich weiß zwar nicht, wie viel Aussagekraft das hat, wenn es von Erstklässlern kommt, aber ich meine, Ledian und Pinsir, zwei Käfer-Pokémon ebenfalls. Kein Problem für Sasori und Chess. Also Schnabel, das reicht. Müsste reichen, hoffe ich. Zur Sicherheit aber noch Aquaknarre. Oh, das reicht nicht. Aber diese Aquaknarre wird reichen. Was? Pinsir steckt einfach zwei Angriffe von zwei Pokémon weg, die deutlich höher gelevelt sind als es selbst. Das ist schon... Muss man wirklich sagen, das ist eine Leistung. Ja, ich würde Schnabel auf Ledian einsetzen und dann Aquaknarre gegen Pinsir. Ledian kann nicht behaupten, dass es so ein Durchhaltevermögen hätte wie Pinsir. Aber Pinsir ist ein heftiges Pokémon. Ich muss halt aber sagen, ich bin schon immer Team Scaraborn. Ich fand Scaraborn immer cooler als Pinsir. Mein kleiner Bruder hingegen ist Team Pinsir. Also, da gab es durchaus die ein oder andere Streitigkeit über die Zeit. So, Schnabel gegen Ledian. Und ich würde sagen, Aquaknarre zur Sicherheit, falls Sasori sich jetzt selbst verletzen sollte. Genau, das passiert selbstverständlich. Es ist verwirrt. Und wenn das eigene Pokémon verwirrt ist, dann wird es sich sowas von immer selbst verletzen. Aber zum Glück ist das ein Doppelkampf und der gute Chess hat die Aquaknarre. Kein Problem also. Also... das hätten wir ebenfalls. Und nein, wir dürfen auf dieser Route nichts fangen, weil es noch zu der Route davor gehört. Das ist auch der Grund, warum es mir egal war, dass ich jetzt keine Pokébälle haben werde. So. Ja, unsere Pokémon werden hier geheilt. Und... ja, als nächstes müssen wir, glaube ich, in das Kraftwerk. Genau so war das. Aber zunächst mal werden wir uns selbstverständlich noch Pokébälle holen. Denn es gibt ja noch den einen oder anderen Encounter, den wir hier mitnehmen können. Zunächst mal verkaufen wir unsere... Wir haben hier wirklich viel. Wir verkaufen den Nugget. Das ist auf jeden Fall gut.
Ich glaube, diese Dinger sind nicht so gewinnbringend. Riesenpilz, immerhin 2500. Kein Problem. Ich brauche den nicht. Herzschuppe und ja, Indigo-Stück, Gelb-Stück, Purpur-Stück. Ja, das bringt nicht viel. Das bringt irgendwie ja nur 100 Poké-Dollar. Das lohnt sich gar nicht. Dafür lohnt sich die Zeit gar nicht, es zu verkaufen. Okay, wir haben hier einige. Realistisch betrachtet, wir werden niemals einen Top-Beleber brauchen. Ich meine, wenn ein Pokémon besiegt ist, dann ist es besiegt. Also können wir das auch verkaufen. KP Plus. Es gibt 4900 Poké-Dollar. Besser als den KP, um einen zu heben. AP Top würde ich tatsächlich behalten. Für unter anderem Drachengut. Warte mal, wir haben noch Zink. Okay? Diese ganzen statuswerthebenden Items kann man sowas von verkaufen. Weil die machen nicht so viel Sinn. Also vor allem an diesem Punkt des Spiels und also du bräuchtest halt, wie gesagt, ultra viele davon, dass es wirklich einen großen Unterschied machen würde. So, wir holen uns eine Menge Pokébälle, aber selbstverständlich immer in 10er Schritten, damit wir auch die Premierbälle uns gönnen. Ja, wir können hier, ich würde sagen, auf 50 Bälle auf jeden Fall mindestens aufstocken. Eigentlich kann man nie genug Pokébälle haben, denn ich meine, sowas wie gerade mit Entei. Wer weiß, ob das mit 60 Pokébällen geklappt hätte. Wahrscheinlich nicht, aber wir hätten es immerhin länger versuchen können. Supertrank haben wir noch gar keine. Dann nehmen wir mal 5 von mit. So. Was hat die hier eigentlich? Kann ich helfen? Blütenbrief, Heilball, Netzball. Oh. Nehmen wir doch mal den einen oder anderen Netzball mit. Man weiß ja nie. Ist zumindest ein bisschen effektiver gegen Käfer- und Wasser-Pokémon als ein normaler Pokéball. Ja, wir nehmen mal hier die Beeren. Amrena-Beere. Kein Problem. Das hätten wir. Sinelbeere. Hätten wir auch. Gehen wir hier rein, dann bekommen wir die Shigikanne. Nicht Shigikanne. Oder Shigikanne? Entonkanne. Genau, Entonkanne. Shigikanne war zweite Generation, oder? Was war es in der dritten Generation? Ich glaube, Weimarkanne kann das sein. So. Maronbeere. Die Krillin- und C18s Tochterbeere. Und Piersiffbeere. Das hätten wir auch. Piersiff, ganz klar eine Anspielung an Pfirsich. Falls ihr es noch nicht wusstet. Deswegen sieht die Beere auch aus wie ein Pfirsich. Wo ist. Da. Da sieht man es, okay. Sinel, keine Ahnung, was. Also. Das soll, denke ich, einfach eine Blaubeere sein. Ja. Keine Ahnung. Also die Beeren sind teilweise nach Früchten benannt. Nur halt anders buchstabiert. Beziehungsweise so ein bisschen verdreht. Protein, das hätten wir auch gut verkaufen können. So, aber jetzt schauen wir erstmal, was uns hier im hohen Gras erwartet. Am Windkraftwerk. Was wird es wohl sein? Wir haben bereits ein Elektro-Pokémon. Also, ja. Yeah. Fangen wir es trotzdem. Einfach aus Loyalität. Okay, einfach aus Loyalität. Donnerwelle hat sowas von keine Wirkung auf Sasori Fritzelblitz. Oder sollte ich lieber sagen, Killua. Ist es jetzt Killua Nummer 3 oder ist es die wiederbelebte Version von Killua Nummer 1? Ich habe keine Ahnung, okay? Ich blick da langsam nicht mehr durch. Fangen wir es einfach mit einem Pokéball. Also ich meine, wir hatten schon ein Fritzelblitz, welches Killua hieß. Oh mein Gott, und es kommt raus. Bruder. Meinen wir es wirklich so ernst? Meinen wir es wirklich so ernst? Ja, ich werde Fritzelblitz sowas von nicht ins Team nehmen, wenn wir schon Vati haben, aber, 1, 2, 3. Geht doch, ich dachte schon. Ich dachte, es wiederholt sich jetzt hier das Entei-Dilemma. Okay. Für Fritzelblitz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt, bla bla bla. Der Pokédex-Eintrag passt übrigens sowas von zu Killua. Nicht nur, dass es ein Elektro-Pokémon ist, aber es nutzt quasi die Elektrizität, um seine Muskeln zu stimulieren. Das ist genau das. Das ist halt quasi die Definition von Godspeed, ne? Ja, wir hatten bereits ein Fritzelblitz, welches Killua hieß, deswegen würde ich es nicht Killua 1 nennen. Ich würde es auch nicht Killua 3 nennen, weil es keine dritte Spezies ist, sondern es ist quasi die. Es ist das zweite Exemplar der ersten Killua 1 Spezies, deswegen würde ich es Killua 1
1.2 nennen, okay? Das ist Killua 1.2. So passt das. Das hätten wir also. Was hätten wir noch haben können? Ich bin gespannt. Es ist erneut ein Fritzeblitz. Okay, ja, wir haben es verstanden. Fritzeblitz existiert. So. Das müssen wir uns jetzt nicht antun. Dann verzichten wir drauf, weiter hier im hohen Gras zu kämpfen. Wage es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass bla 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 und so weiter. Und hey, wusstest du schon, ich stehe hier und wir kämpfen jetzt. Ich weiß gar nicht, wieso. Pion Skora. Ich glaube, Käfergift kann das sein. Und wenn es sich zu Pion Draghi entwickelt, dann ist es irgendwie Gift und Licht oder so. Wird trotzdem von dem Top 4-Member mit den Käfer-Pokémon eingesetzt. Ja, also, es gibt manchmal Top 4-Member, die irgendwie mehr Pokémon eines anderen Typs einsetzen, als Pokémon des Typs, das eigentlich das Thema des Teams ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, als Beispiel, ich glaube, in der ersten Generation, gibt es irgendwie eine Geist-Trainerin oder so, die setzt mehr Gift-Pokémon als Geist-Pokémon ein oder so. Ich habe das jetzt alles nicht mehr genau im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall sowas, ja. So, die Tür ist zu. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier lang. Warte mal. Ah, da kommen wir gerade nicht vorbei. Ich wollte gerade sagen, schauen wir, was uns da erwartet, aber da kommen wir gerade nicht vorbei. Da müssen wir gleich schauen. So, zurück in Flori. So sieht man sich wieder. Hi, Leute. Ja, hier sind schöne Blumen und so weiter. Ich weiß, das ist das Einzige, worüber ihr reden könnt. Oh mein Gott, haltet doch einfach die Fresse. Keiner will euch zuhören, okay? Hey, das Kind, bla bla bla, wir kämpfen jetzt gegen den und so weiter und wir sind irgendwie schwach, aber ja. So, was hast du zu bieten, erster Rüpel? Warum heißen die alle Swimmer Christine? Pion Draghi. Das hatte dein Kollege gerade auch, nur in der etwas schwächeren Variante. Das bedeutet, Schnabel ist nicht mehr sehr effektiv gegen das Ding, aber Doppelkick ist immerhin normal effektiv. Ja, das hat nicht so viel gemacht, um ehrlich zu sein. Giftstachel gegen ein Gift-Pokémon, auch sehr wild. Gegen ein Giftboden-Pokémon. Ja, das dürfte Sasori regeln. Auch wenn es ein bisschen dauert. Nadelrakete. Das wird auch nicht viel Schaden machen. Das wird nur etwas länger dauern. Ich hasse es. Das nimmt sowas von viel Zeit weg einfach. Vor allem, es trifft jetzt auch noch 5-mal. Junge, das zieht 5 KP ab. Ah, das ist einfach nur pure Provokation. Das ist pure Zeitverschwendung. Okay, noch einmal gleich Doppelkick. Es ist auch sehr ironisch, dass man sich über mehrfach treffende Attacken aufregt, wenn man selbst die ganze Zeit Doppelkick einsetzt. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Doppelkick trifft immerhin nur 2-mal und das jedes Mal. So. Die Erfahrungspunkte nimmt Sasori allerdings gerne mit. Level 17. Oha, fast Level 18. Ja. Ich glaube, wir sollten langsam auch wieder andere Pokémon einsetzen. Nicht, dass da zu große Unterschiede sind, was das Level angeht. Nur wir konnten jetzt zwischen den Kämpfen nicht wechseln. Erneut Swimmer Christine. Botogel. Das dürfte allerdings von einem Doppelkick down gehen. Botogel hat sowas von miese Defensivwerte. Das hat sogar noch weniger Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Ich glaube, es hat irgendwie eine Verteidigung von 45 oder so. Oder 35 oder irgendwie sowas. Es hat ganz, ganz schlechte Werte. Ich glaube, der einzige gute Wert ist seine Initiative. Da hat es, glaube ich, irgendwie 75 oder so. Snibuna ist auch so ein cooles Pokémon. Ist eins meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Aus der 4. Generation, aber... Ja. Snibel ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon aus der 2. Gen. Also, Snibel und Snibuna sind schon wirklich cool. Aber so eine Vierfachschwäche gegen Kampf. Einen der meistgenutzten Offensivtypen, das tut schon weh. Das tut schon sehr weh. Aber trotzdem mit Eissplitter und so. Schon ein sehr guter Movepool. Honige erhalten. Ah, genau, wir können
Wir können den Baum hier mit Honig beschmieren. Das hatten wir beim letzten Mal auch gemacht. Das bedeutet, ich muss hier innerhalb der nächsten 4 Stunden oder so wiederkommen. Mal sehen, ob ich das tun werde. Weil ich plane eigentlich heute noch, also noch quasi in diesem Video bis nach Ewigenau zu kommen. Ob wir dann wirklich hierhin zurückkommen werden, um an dem Baum zu schauen, das wage ich zu bezweifeln. Nidoking ist mittlerweile auf Level 18. Ich würde sagen, Bishamon hat mal wieder ein bisschen Training verdient. Es ist von innen abgeschlossen. Schlüssel verwenden? Ja, selbstverständlich. Und rein, ab geht's. So. Oh, Junge! Das bedeutet, wir bekommen jetzt gleich auch die Rache. Die Rache an Mars, okay? Commander Mars. Ach, das macht doch keinen Spaß! Fraß spacht Mars. Swimmer Christine, was wirst du einsetzen? Wompel? Okay. Das ist ja nicht mal so beeindruckend wie Panikon. Das hatten wir gerade auch schon. Donnershock. Ich weiß nicht, ob das direkt reicht, aber 2 Donnershocks dürften reichen. Ja. Giftstachel. Oh Junge, bitte nicht vergiften. Komm schon. Okay. Nicht vergiftet, dann ist alles in Ordnung. Kein Problem, Freunde. Wir sind noch drin. Gut, das war absolut keine Herausforderung für Bishamon. Ein Rotzlöffel hat mir die Arbeit verbastelt? Ja, das ist der Plot von Pokémon-Spielen. Genau so sieht's aus. Ich habe keinen Bock, gegen den da oben zu kämpfen. Wir kämpfen direkt gegen Mars. Ich bin einer der 3 Commander von Tieren... Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic, keine Ahnung was. Ich habe zu schnell geskippt. Warum verhandelst du überhaupt mit einem 10-Jährigen? Gib ihm einfach irgendeinen Kick und dann ist er doch ausgenockt. Wie auch immer. Slimog. Gut, das dürfte Bishamon hinkriegen. Hoffe ich zumindest. By the way, ich habe im Nachhinein erst gecheckt, dass Mars eine Frau sein soll. Ich dachte, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, dass es ein Mann ist. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, okay? Wisst ihr was, ich habe jetzt keinen Bock, gegen so einen Defensivkoloss irgendwie 1000-fach Attacken zu spammen. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Punkt, okay? Wir kommen direkt zum Punkt. Ohne Probleme. Genauigkeit sinkt zwar. Ja. Aber dagegen hast du gar nichts mehr zu sagen, Slimog. Doch, vielleicht hat es sogar mehr als 40 KP. Ja, tatsächlich. Okay, das bedeutet, Drachenwut muss jetzt nochmal treffen. Aber kein Problem, Mann. Die blaue Flamme schlägt erneut zu. Ich meine, wenn es aussichtslos scheint oder wenn wir einfach keinen Bock haben, dann schicken wir einfach Itachi raus, und setzt Drachenwut ein und das war's. Okay, das Ding dürfte nicht mehr als 40 KP haben. Sorgensam. Damit haben wir jetzt die Fähigkeit Insomnia. Wir können nicht mehr einschlafen, meinetwegen. Wir hatten sowieso eine Fähigkeit, die quasi was Ähnliches bewirkt, also... Oh! Es überlebt? Mit 2 KP oder so? Ja. Dann, dann lassen wir nochmal Drachenwut ein. Guck mal, da merkt ihr schon, also Pokémon so ab Level 15 oder so haben auf jeden Fall mehr als 40 KP. Aber trotzdem zieht das halt ultra viel ab, okay? Ob es jetzt One-Hit ist oder nicht, das zieht so viel ab. Designer Chloe, was sagst du dazu? Bla bla bla. Das ist aber schade, gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns nun Tür und Tor offen. Mir, Charon, ich weiß nicht, kommen da keine Zweifel. Immerhin erkennt selbst der Boss mein Genie an. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefälligst zusammen. Du bist immerhin neu hier. Denk nur nicht, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden. Ja, jetzt haut ihr doch ab, oder was? Hä, Mars scheint sich nicht nur ihres Geschlechts unsicher zu sein, sondern auch allem anderen, was mit ihr zu tun hat.
Warte mal. Bekommen wir hier nichts als Belohnung oder so? Ich habe deine Tochter zu dir zurückgebracht und du gibst mir gar nichts dafür? Komm schon, wie herzlos kann man sein? Ach, Junge. Kannst du bitte dieses Mal nicht so viel reden? Team Galaktik, aber natürlich, wir kennen uns. Wie bitte? Was? Du hast sie vertrieben? Ach, du bist echt ein krasser Typ, Mann. Ich gehe da jetzt rein und kläre das, obwohl bereits alles geklärt ist. Und so weiter und so fort. Und ich kann mich gerade nicht bewegen, weil ich warten muss, bis der Typ wieder rauskommt und mich erneut voll labert. Weil es so unnötig ist. Jung! Das ist wirklich die größte Witzfigur im gesamten Spiel. Okay, nein, wir wollen Adrian nicht von seinem Thron stoßen. Aber abgesehen von Adrian auf jeden Fall. Abgesehen von Adrian auf jeden Fall, Freunde. So, wir gehen ab ins Pokémon Center und schauen, was uns dann oben erwartet, was wir da eventuell als Encounter mitnehmen können. Wir dürften gleich... Ja, was heißt gleich? Wir haben noch einige Trainerkämpfe vor uns. Und dann dürften wir beim Ewigwald angekommen sein. Und nur, dass wir das jetzt schon mal geklärt haben, ich werde es ab jetzt so machen, wie es auch in den Kommentaren häufiger vorgeschlagen wurde, nämlich, dass mein Encounter im Ewigwald erst dann zählt, wenn ich nicht mehr von... Kakashis Vater begleitet werde, okay? Also dann. Kannst du nicht warten, bis ich wenigstens... Ach, Junge, was rede ich überhaupt? Gentleman Marshall. Rotom. Das können wir doch sogar in der Villa fangen, oder? Ich glaube, in Platin kann man es sogar deutlich früher fangen als in Diamant und Perl, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht mehr genau. Konfustrahl. Kann man Rotom nicht sogar bereits nach dem zweiten oder dritten Orden fangen? Ich meine, es befindet sich... Ach ja, es ist... Lol, es ist vom Typ Geist. Ich setze Tackle ein, Junge. Manchmal denke ich halt auch wirklich nicht nach. Kann man es da nicht irgendwie auf Level 20 oder so fangen? Vor allem frage ich mich bei einem Pokémon wie Rotom, welches ja festgelegt ist und welches da quasi auf uns wartet und nur einmal im Spielverlauf zu fangen ist, ist es dann auch randomized oder wartet dann da wirklich ein Rotom auf uns? Wir werden es in Zukunft herausfinden. Bliss ist verwirrt. Bliss setzt Finsterau rein. Ich glaube, wir können es tatsächlich bereits fangen, wenn wir den zweiten Orden haben und die VM Zerschneider einsetzen können, weil wir müssen Zerschneider einsetzen, um in die Villa zu kommen und dann können wir es fangen. Bliss ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ich frage mich, wie das eigentlich bei einem Emulator funktionieren soll mit Pokémon, die man nur fangen kann, wenn im Nintendo DS-Schacht quasi eine andere Edition eingelegt ist. Also ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, aber es war ja quasi so in der vierten Generation. Das waren ja Nintendo DS-Spiele und wenn du es halt auf dem Nintendo DS gespielt hast, da ist ja unten noch dieser Schlitz für Game Boy Advance-Spiele, was übrigens ein cooles Feature ist, welches sie beim Nintendo DSi, glaube ich, rausgenommen haben und beim Nintendo 3DS auch. Habe ich nie verstanden, warum macht man sowas? Das war sowas von cool. Du konntest Pokémon Feuerrot, Blattgrün, Rubin, Saphir, Smaragd, du konntest es alles auf dem Nintendo DS spielen. So, das war die dümmste Idee, das jemals rauszunehmen. Auf jeden Fall, kamen quasi unterschiedliche Pokémon in den Nintendo DS-Spielen, wenn du in deinem Nintendo DS Game Boy Advance schaffst. Nein! Wie ist das jetzt passiert? Wie ist das passiert? Ich habe sowas von nicht aufgepasst. Oh Mann. Tja, das war's dann, Volitashi. Auf jeden Fall tauchen andere Pokémon auf, wenn du zum Beispiel Feuerrot noch eingelegt hast. Oder wenn du zum Beispiel Smaragd oder so eingelegt hast, dann tauchen auf den Routen andere Pokémon auf. Ich frage mich, wie das in Emulatoren funktionieren soll. Okay, wir haben die Power der Drachenwut miterlebt und das reicht, finde ich. Also Itachi hat seinen Sinn und Zweck erfüllt. Trotzdem schade. Ich habe wirklich nicht gecheckt, wie das jetzt funktioniert hat. Ich sollte mich wirklich mehr aufs Kämpfen konzentrieren, okay? Das war jetzt wirklich unnötig. Das war sowas von mein Fehler. Beziehungsweise ich glaube, es war ein Volltreffer, also keine Ahnung.
Wahrscheinlich wäre jedes Pokémon davon auch gekillt worden. Ich habe keine Ahnung, okay. Wir haben Itachi verloren. Gut. Drachenwut hat sowieso angefangen, nicht mehr alles instant zu killen, also... So ist das Leben. Es hätte sowas von lange gedauert, bis es sich zu Dragoni entwickelt hat, also... Ich will jetzt nicht sagen, es ist vollkommen egal, dass es jetzt tot ist, aber... Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Mit Itachi. Und früher oder später hätten wir es wahrscheinlich sowieso rausgenommen, weil es sowas von schwer ist zu trainieren und lange Zeit nicht so stark gewesen wäre. Deshalb ist das alles schon in Ordnung. Ja, trotzdem tut es mir natürlich leid, Itachi. Ab ins Reich der Schatten mit dir. Ah ja. Friedhof. Okay, bis dann. Wir sehen uns irgendwann wieder. Wenn die Challenge vorbei ist. Und dann gehen wir Pizza essen, Itachi. Und das alles nur, weil dieser Trainer sich umdrehen musste, anstatt mich einfach meinen Encounter mitnehmen zu lassen. Ja, aber unser Team ist trotzdem gewappnet, würde ich sagen. Wir schauen aber, was es hier gibt. Komm schon, es taucht nichts auf. So, jetzt aber. Jungglut! Okay. Damit habe ich kein Problem. Das nehme ich gerne mit. Donnerschock. Ja, ich wollte schon sagen. Nicht, dass es jetzt irgendwie das nicht überlebt. So, setzen wir zur Sicherheit noch Donnerwelle ein. Okay, es ist paralysiert, es kann nicht angreifen. Gut, damit hätte sich dann auch, denke ich, die Frage geklärt, ob wir Chi-Chi weiter hochtrainieren sollten und es mit ins Team aufnehmen sollten. An der Stelle nehmen wir einfach Jungglut. Das ist meiner Ansicht nach das deutlich bessere Kampf-Pokémon. Komm jetzt, aber bleib einfach im Ball, okay? Eins, zwei... Ah, komm schon. Bishamon brennt. Hat jemals im Verlauf der Challenge 1 unser Pokémon gebrannt? 1, 2, 3. Okay, perfekt. Tut mir leid, Itachi. Ich glaube, wir haben einen relativ schnellen Ersatz gefunden. Wir müssen es so ein bisschen hochtrainieren, okay? Für Jungblut wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es kann 10 Tritte pro Sekunde austeilen. Es gibt schrille Schreie von sich, um Gegner einzuschüchtern. Kleinhahn, Feuerkampf, okay. Das mit den Schreien verstehe ich, wenn es ein Hahn ist, aber 10 Tritte pro Sekunde? Bro, wer bist du? So, wir brauchen einen Namen. Es ist weiblich und irgendwie orange. Ich würde sagen, wir nennen es... Becky. Wie Becky Lynch, okay. Damit hätte sich das auch geregelt. Nochmal ab ins Pokémon Center. Und dann geht's weiter nach oben. Wir werden Becky auf jeden Fall ein bisschen trainieren, damit sie auch auf den neuesten Stand der Dinge kommt. Und ich würde sagen, wir behalten allerdings Chi-Chi noch etwas im Team, damit ich jetzt nicht Zertrümmerer einem der richtigen Team-Member beibringen muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch wenn sich das über kurz oder lang wahrscheinlich ändern wird, weil wir noch ein sechstes Pokémon fangen werden. Das Gute an Starter-Pokémon, wie beispielsweise Becky oder Chaz, ist, dass sie nicht so viel Erfahrung fressen fürs Level-Up. Kratzer, Heuler, Energie, Fokus, Glut. Okay, damit kann ich leben. Ist ein okayes Moveset. Warte mal, was für ein Wesen hat das? Froh. Das ist perfekt. Das passt sehr gut. Aber obwohl, es schwächt halt Glut, ne? Aber naja. Das macht es noch schneller. Und ab nach oben. So sieht man sich wieder, alter Wanderer.
Technician Dudley. Ambidiffel. Das ist quasi der verlorene Teil der Dudley Boys, okay? Ambidiffel hätten wir wahrscheinlich auch ab einem gewissen Punkt gehabt, wenn sich der gute Jaden weiterentwickelt hätte. Oha. Okay. Wir wollen es nicht, wir wollen nicht zu übermotiviert mit Beck hier an die Sache gehen, okay? Ich würde sagen, wir überlassen das erstmal den großen, starken Jungs, okay? Beispielsweise Bliss. Auch weird, dass ich bei Alexa Bliss den Nachnamen genommen habe und bei Becky Lynch den Vornamen. Wobei es sowieso nicht die realen Namen von denen sind, aber ihr versteht, was ich meine. Finster Aura. Ich bin gespannt, wie viel Schaden das macht. Ja, ungefähr so viel, wie ich es mir gedacht hatte. Wir haben Itachi verloren. Eventuell kommt ja Kabuto und setzt Edo Tensei ein. Erstauner. Erstauner macht erstaunlich viel Schaden und wir schrecken sogar zurück. Wenn das Ding jetzt nochmal Erstauner setzt, dann war es das mit Bliss. Wir müssen hier nochmal wechseln. Als ob wir für einen Ambidiffel auf Level 10 so einen Aufstand machen müssen. Ich sollte wirklich anfangen, die Gegner ernster zu nehmen. Ich weiß, wir haben ein cooles Team und wir haben einiges durchgemacht. Und deswegen sollten wir nicht übermütig werden, okay? Wir sollten wirklich nicht übermütig werden. Tauboss. Ich würde sagen, das ist ein Fall für Bishamon. Und genau deshalb werden wir jetzt auch wechseln. Sandwirbel. Komm schon, wenn Donnerschock jetzt trifft, dann ist alles in Ordnung. Nochmal Sandwirbel. Na. Okay, aber Donnerschock trifft. Reicht das? Ich hoffe. Nein, noch nicht ganz. Nochmal Sandwirbel. Komm schon, Donnerschock. Okay, diesmal trifft's nicht. Verständlich. Windstoß, das dürfte nicht so stark sein. Gegen Bishamon. Und Donnerschock trifft wieder nicht. Komm schon, es muss doch irgendwie mal treffen. Bitte. Es hat schon wieder Sandwirbel eingesetzt. Okay, Donnerschock trifft. Perfekt. Das hätten wir. Was kommt wohl als nächstes? Plauderguy. Ich denke mal, wenn da einmal Donnerschock trifft, dann war es das auch. Also, na. By the way, Plauderguy war, glaube ich, in Online-Kämpfen mal gesperrt, weil man, ich meine, in der 5. Generation, bei seiner, es hat irgendwie so eine Spezialattacke, Geschwätz oder so, keine Ahnung, wie genau die heißt, und da konnte man eine Tondatei aufnehmen und halt selber irgendwas ins Mikrofon labern, okay? Ich meine, sollte halt quasi diese Papagei, dieses Papagei-Gimmick aufgreifen, das ist halt, naja, ihr versteht schon. Selbstverständlich wurde das missbraucht, wie es eigentlich immer so ist. Selbstverständlich war der 1% von Leuten, die es halt für irgendwelche Beleidigungen oder so missbraucht haben, dafür verantwortlich, dass die 99%, die irgendeine freundliche Nachricht ins Mikrofon geblubbert haben, das Ganze nicht mehr nutzen durften, okay? So ist es doch eigentlich immer, oder? So ist es doch eigentlich immer. Es ist immer so. So, eigentlich hat der Großteil der Leute gar nichts gemacht. Oh mein Gott! Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Hoffen wir, dass es sich vergiftet. Würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Auf Level 18 sollten wir ein bisschen was aushalten können. Windhose. Das erinnert mich an ein gewisses Drachen-Pokémon, welches wir gerade eben noch im Team hatten und welches jetzt tatsächlich gut gewesen wäre. Gut, Giftstachel. Versuchen wir es zu vergiften. Grimasse. Dann sind wir zwar langsamer, aber mein Gott. Wobei, langsamer sein in Kombination mit einem Angriff wie Windhose, der dafür sorgt, dass wir zurückschrecken können, ist eigentlich gar nicht mal so cool. Komm schon, wer hat vergiftet, Mann?
Yes! Endlich funktioniert Giftstachel mal! Endlich! Okay, und jetzt können wir einfach Schnabel drücken und... Das dürfte dann reichen. Wow. Sehr gefährlich. Okay, wir müssen hier wechseln. Der gute Chaz dürfte auf jeden Fall was aushalten. Also ich muss sagen, mit einem der mächtigsten Pokémon aller Zeiten habe ich jetzt nicht spontan gerechnet, aber ich würde sagen, wir haben das noch halbwegs gut hinbekommen. Der viel tragischere Verlust war vorhin. Aber wie gesagt, da bin ich einfach selbst schuld. Aber komm schon, ich meine, so bin ich halt, okay? Ich rede einfach über unnötige Sachen, anstatt mich auf das Spiel zu konzentrieren. Ich meine, das werdet ihr in 2 Jahren YouTube-Präsenz meinerseits mittlerweile verstanden haben, oder? Ja, ich glaube wirklich, wenn ich mich halbwegs konzentriert hätte an irgendeinem Punkt, dann, dann hätten wir vielleicht, dann wären wir vielleicht jetzt schon viel weiter, okay? Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die Farbgebung hat sich etwas verändert, was daran liegt, dass es mittlerweile genau 17 Uhr ist. Beziehungsweise jetzt ist es 17.01 Uhr. Und das bedeutet, dass das Spiel quasi Nachmittag anzeigt. Oder frühen Abend, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ändert sich die Tageszeit. Das bedeutet, es dürften auch teilweise auf den Routen unterschiedliche Pokémon auftauchen und so. Ja. Ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. So, Becky ist mittlerweile auf Level 11. Na. Psyana! Okay. Ich weiß nicht warum, also ich mag Psyana zwar, aber irgendwie finde ich, es gibt coolere Evolution. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist gefühlt bei Psyana immer so. Also generell bei allen Evoli-Entwicklungen. Man mag sie halt aus Prinzip, einfach weil es Evoli-Entwicklungen sind. So. Oder Evolutionen. So, ja. Aber zum Beispiel Psyana mag ich jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr wie zum Beispiel Nachtara. Nachtara ist richtig cool. Oder Aquana mag ich auch sehr. Aber Psyana feiere ich jetzt eigentlich gar nicht mal so unbedingt. Ah, Stauner geht daneben. Aber trotzdem ist es extrem stark. Also, versteht mich nicht falsch, ich finde Psyana cool. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, man findet automatisch immer diese Evoli-Entwicklungen cool. Einfach nur aus Prinzip, weil es Evoli-Entwicklungen sind. Die haben immer automatisch diesen Bonus, was Sympathie angeht. Und manchmal ist es ein bisschen ungerechtfertigt gegenüber den anderen Pokémon. So, mal schauen, was der Kollege hier zu bieten hat. Ich bin gespannt. Es ist ein langer Weg zwischen Flori und Ewe, genau, ja. Das habe ich beim letzten Mal dann auch bemerkt. Gentleman's God, Driftlon. Ja, Becky wird das noch nicht alleine regeln können. Aber Becky ist auf dem Weg dahin, okay? Becky ist auf dem Weg dahin. Bliss dürfte das allerdings regeln können. Oh nein. Oh nein. Gut, das ist der Punkt, an dem... Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe quasi beim Grinden off-cam Bliss Erstauner beigebracht und dafür Gesichte vergessen lassen. Das bedeutet, wir haben jetzt quasi keine... Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, Driftlon zu verbieten, den Fluchtwert zu steigern mit Gesichte. Das Ding ist, der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, ist halt, wir können das auch einfach mit Aussetzer machen. Können halt Aussetzer einsetzen gegen Komprimator. Das Problem ist, es hat jetzt schon 2-mal Komprimator eingesetzt. Aber Aussetzer trifft, okay. Also, ihr versteht das Prinzip, denke ich. So können wir ihm trotzdem verbieten, seinen Fluchtwert zu senken. Zu steigern. Das heißt also, es kommt aufs selbe hinaus. Und Aussetzer kann darüber hinaus auch noch mehr. Das heißt, Gesichte brauchen wir nicht. Erneut Erstauner. Finster auch. Es streckt. Junge! Und jetzt ist es auch nicht mehr blockiert. Junge! Komm schon!
Entweder schreckt es zurück oder ist... Junge, Mann! Setzen wir Sasori ein. Allein aus dem Grund, dass es sich, wenn es Erstauner einsetzt, eventuell an Giftdorn vergiften könnte. Weil das Ding jetzt zu treffen dürfte schwierig sein. Okay, setzen wir Schnabel ein. Ja. Jetzt setzt es auch noch Windstoß ein. Eine Attacke, die keinen Kontakt herstellt. Warum kannst du nicht weiter Erstauner einsetzen, Kollege? Selbstverständlich, Windstoß ist stärker und ausschließlich gegen Bliss hätte es mehr Sinn gemacht, Erstauner einzusetzen. Ich verstehe schon, aber... Okay, Schnabel trifft. Als ob es mit einem KP überlebt. Komm schon, Mann. Das ist sowas von uncool. Wie viel Schaden macht dieser Windstoß? Okay, das war ein Volltreffer und das hat bei weitem nicht gereicht. Also ja. Junge. Selbst ein Volltreffer würde nur 12 KP abziehen. Das heißt, wir können... Okay, wir haben es geschafft. Perfekt. Oh mein Gott, Finalschlag. Das hatte ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Wir haben es überlegt. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt bitte in den letzten Kämpfen los? Also diese Trainer hier sind wirklich gefährlich. Ich erinnere mich noch daran, dass wir beim letzten Mal hier gegen Hierarchy kämpfen mussten. Das war ebenfalls sehr gefährlich. Das haben wir sogar unbeschadet überstanden. Aber dieses Mal ist ja wirklich die Hölle los. Also das war ganz knapp gerade mit Finalschlag. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen. Wie sieht unser Team aktuell aus? Becky ist auf Level 12, Chess Level 18, Bliss gerade mal Level 16. Aber theoretisch so vom Level her müssten wir eigentlich durch den Ewigwald durchkommen. Es sei denn, wir haben halt miese Matchups, so wie gerade Driftlon, okay? Solche Pokémon, die sind halt einfach so random, was selbstverständlich ist bei einer Randomizer-Nuzlocke-Challenge, aber die sind einfach so random und setzen dann Komprimator ein und keine Ahnung was und haben dann auch noch Finalschlag. Ich glaube, das ist ein Kampf, den sollte Becky tatsächlich für sich entscheiden können. Okay, Glut. Und wir kriegen sogar die Verbrennung. Perfekt. Und ich weiß noch von der letzten Route, so gut wie... Also ich ziemlich genau Enikoros Moveset, okay, es hat Duplex-Hieb, Mogel-Hieb, Gesang und Anziehung, was maximal nervig ist. Es ist jetzt nicht unbedingt gefährlich, aber es ist so nervig, weil es Kämpfe sowas von in die Länge ziehen kann. Aber gut, Becky hat das geschafft und ist auf Level 13 angekommen. Das hätten wir also. Dann gehen wir weiter. Schön, dass es ein Level-Up auch auf sich allein gestellt erreicht hat. Der Bruder macht mir Angst. Aber wir schauen, was er so zu bieten hat. Ich habe mich verlaufen und dann auch noch ausgerechnet hier. Ein Pokémon. Staravia. Angesichts der Tatsache, dass Becky ein Kampf-Pokémon ist, ist das nicht unbedingt der ideale Gegner. Außerdem wird mit Bedroher unser Angriff vermindert. Ich muss sagen, Bedroher für mich persönlich eine der besten Fähigkeiten überhaupt. Eine der besten Fähigkeiten überhaupt. Macht halt aus so vielen offensiven Pokémon... Oh, junger Doppelteam. Oh nein. Wir müssen jetzt mit Donnerschock treffen und das muss reichen. Es setzt erneut Doppelteam ein, Junge. Das ist das gleiche wie gerade mit Komprimator. Aber Donnerschock trifft. Bitte One-Hit. Bitte One-Hit. Bitte. Nein! Es hat, wie oft jetzt zwei oder dreimal Doppelteam eingesetzt? Oft genug, dass dieser Donnerschock nicht trifft. Ach, Junge, Alter, komm schon. Mann. Es ist echt zum Heulen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja, genau, Bedroher ist für mich eine der besten Fähigkeiten überhaupt. Es macht aus so voll vielen offensiven Pokémon quasi... Also es verleiht ihnen Defensivqualitäten,
Einfach weil es den physischen Angriff senkt. Und man kann halt auch immer wieder wechseln und dann aktiviert sich Bedroher immer wieder und so weiter. Also Bedroher ist schon, finde ich, eine der besten Fähigkeiten. Also jetzt mal abgesehen halt von sowas wie Wunderwache oder so. Ja, es gibt kein Halten mehr. Wir werden sehen. Ein Pokémon, Dragonier. Komm schon, das ist doch jetzt offensichtlich... Also da will man doch jetzt offensichtlich Salz in die Wunde streuen. Da könnt ihr mir nichts anderes erzählen. Zu 100%, das muss so sein. Okay, aber Bliss dürfte das regeln mit Nachtnebel. Also da muss man doch... Oh, warte. Das Ding dürfte auch Drachenwut haben, oder? Dragonier auf Level 15? Haben wir ein Pokémon mit mehr als 40 KP? Ja, Sasori, Chess und Bishamon. Eieieiei. Naja, so oder so, wenn das Ding Drachenwut einsetzt, irgendein Pokémon wird davon sterben. Egal, ob wir jetzt wechseln oder nicht. Aber es setzt Silberblick ein und solange das passiert, bin ich damit zufrieden. Oh Mann, Nachtnebel macht wirklich nicht viel Schaden. Donnerwelle. Kein Ding, Bruder. Kann ich mit leben. Setz bloß nicht Drachenwut ein. Vielleicht haben wir ja Glück und Dragonier hat auf Level 15 gar keine Drachenwut, weil Dratini auf Level 15 Drachenwut lernt und Dragonier auf Level 15 dann keine Drachenwut hat, weil es an diesem Punkt bereits entwickelt ist und es erst später erlernt oder so. Ihr versteht, was ich meine. Wir haben es geschafft. Okay, das hat mir kurz Angst gemacht. Das hat mir kurz sehr viel Angst gemacht. Becky erreicht Level 14. Das müsste ungefähr das Level sein, auf dem es sich eigentlich von Flamely zu Jungglut entwickelt. Konfustrahl nehme ich gerne mit. Was wollen wir dafür vergessen? Ich würde tatsächlich sagen Erstauner, weil selbst ohne Step macht Finsteraura mehr Schaden. Deswegen, ja... Konfustrahl. Hyperball. Kann ich mitleben. Willst du auch kämpfen? Du willst auch kämpfen. Ich weiß nicht, sollte ich ein bisschen spielen? Nidoking. Das kommt mir vor, als wäre es ein Pokémon, welches wir bereits im Team haben. So, und ich weiß auch schon den perfekten Gegner für Nidoking, und zwar... Na, wollen wir ein Mirror-Match? Wollen wir es provozieren? Nee. Gehen wir auf Nummer sicher. Der gute Chess regelt das, Freunde. Ohne Probleme. Energiefokus. Ich würde sagen, eine Aquaknarre macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Ob das reicht, weiß ich nicht. Nein. Schnabel. Oh, das war sogar ein Volltreffer und das macht so wenig Schaden. Gut, es ist auch erst auf Level 14, ne? Und der gute Chess ist schon etwas stärker. Becky erreicht Level 15. Also Becky holt langsam auf, Freunde. Das Ding ist, trotzdem ist Jungglut ein relativ fragiles Pokémon, deswegen sollte man vorsichtig sein. Wir wollen es nicht direkt übertreiben, okay? Wir können uns hier ein bisschen ausruhen. Das mobile Pokémon Center. Was haben wir hier? Schutz ist wirklich sehr nützlich, bla 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 und so weiter. Ja, Junge, Alter. Erzähl mir doch nichts. Gib mir einfach ein Item oder gib mir keins. Aber lass mich in Ruhe. Schwerschweif? Okay. Da sind zwar Beeren, aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal dahin zurückzugehen. Okay. Wir sind erneut dort angekommen, wo wir beim letzten Mal gescheitert sind. Und deswegen würde ich sagen... Kann ich es eigentlich ablehnen, mit ihr zusammen hier durchzugehen? Nein, kann ich nicht. Selbstverständlich kann ich das nicht. Okay. Das Gute ist, sie wird unsere Pokémon nach dem Kampf immer wieder heilen. Wir kämpfen erstmal hier sofort gegen die ganzen Trainer, damit wir das hinter uns gebracht haben. Und dann werden wir uns später
darum kümmern, hier was zu fangen, okay? Wie gesagt, ich werde hier erst was fangen. Ah, hier kommen wir nicht durch ohne Zerschneider. Ich werde hier erst was fangen, sobald wir das erledigt haben, okay? Also sobald wir nicht mehr mit ihr zusammen rumlaufen, weil sonst besiegt sie halt die Pokémon, die wir fangen wollen. Du fragst, was cool ist? Nein, ich sage es dir trotzdem. Käfer-Pokémon. Du wirst wahrscheinlich keine Käfer-Pokémon einsetzen, mein Freund. Wir befinden uns nur auf einem Gewaltmarsch. Okay. Elite Four Kimberly und Entrepreneur Liliana. Schneebedeck und Ibitag. Das dürfen wir doch hinkriegen, oder? Knackrack! Einfach Knackrack! Okay. Das ist ein Partner, mit dem ich zufrieden bin. Ey, Junge, wenn das Ding Erdbeben einsetzt, dann raste ich aus. Drachenwut. Gut. Ja. Der Angriff kommt mir bekannt vor. Auch wenn ich Schneebedeck mit Glut auslöschen hätte können. Also es wäre schlauer gewesen, Ibitag anzugreifen, aber naja. Ja, wir sollten trotzdem hier auswechseln, weil wenn Ibitag uns mit Schnabel oder so angreift, dann kann das durchaus mehr Schaden machen, als Becky lieb sein dürfte. Deswegen Hoppspross. Das ist halt so verlockend, weil wir das auch mit Glut killen könnten, aber ich will hier wirklich nichts riskieren. Deswegen gehen wir lieber auf Bliss. Verfolgung! Aber wir sind ein Kampftyp, also kein Problem an der Stelle. Allerdings macht mir Verfolgung dann schon wieder Angst. Gegen ein Geist-Pokémon. Gegen das es sehr effektiv ist. Und Knackkrack macht hier die ganze Arbeit quasi alleine. Also ich muss schon sagen, wir können uns immerhin nicht beschweren, was die Stärke des Pokémon angeht, das mit uns gemeinsam im Team ist. Das einzige Problem ist halt, okay, es hat jetzt wieder eine vierfache Schwäche gegen Eis zum Beispiel. Sollten wir also gegen ein Eis-Pokémon kämpfen, wie zum Beispiel gerade, dann könnte das durchaus finster enden. Beim letzten Mal war es halt schon wirklich Hardcore-Pech, dass man Rizeros als Teampartner hatte, was sowohl von Sejong als auch von Shelterra mit einer Vierfachschwäche gekillt werden kann. Doppelkick, das werden wir auf jeden Fall nutzen. Wir lassen es Heuler vergessen. Ach ja, mir fällt gerade ein, ich kann ja die Trainer auch einzeln ansprechen. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ja, aber eigentlich war Rizeros beim letzten Mal, was die Stärke angeht, ein sehr guter Partner. Nur halt, es war wirklich, also es war wirklich Pech. Also das Matchup hätte nicht schlechter für Rizeros sein können. Drachenwut dürfte reichen und falls nicht, dann wird Nachtnebel reichen. Aber Drachenwut reicht. Kein Problem. Bliss erreicht Level 18. Okay. Was können wir hier aufsammeln? Lahmrauch. Meinetwegen. Und dann hier. Das ist der Punkt, an dem wir, glaube ich, letztes Mal gescheitert sind. Also dieses Mal werden wir es besser machen. Und... Nein! Wir sind wieder in den Doppelkampf gekriegt. Nein! Ich wollte sie doch eigentlich einzeln ansprechen. Das habe ich gerade noch gesagt. Egal, wir werden das schaffen. Ich bin optimistisch, dass wir es dieses Mal schaffen werden. Zerberus und Skorgro. Wie kannst du es wagen, Skorgro gegen mich einzusetzen? Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Das ist unverzeihlich. Sandsturm. Skorgro setzt Härtner ein. Sandsturm ist irgendwie schlechter für uns, als es wirklich für die Gegner ist, weil Sandsturm Skorgro eigentlich gar nicht irgendwie wirklich was anhaben kann. Und Zubiris glaube ich auch nicht wegen seiner Fähigkeit. Ah doch. Ach nein, es hat quasi Magic Bounce. Also Sandsturmschaden kann es nicht zurückbouncen, aber alles mögliche andere. Ich würde sagen, wir wechseln hier auf den guten Chaz. Das macht es uns deutlich einfacher. Ruckzuckhieb. Damit können wir leben. Drachenwut. Man muss sagen, Knackkrack ist wirklich ein OP-Teampartner. Aber ich würde sagen, das ist ausgleichende Gerechtigkeit nach dem letzten Mal. Also von daher passt das schon. Chaz bald auf Level 20.
Nachtnebel. Mach dich nicht, mach dich nicht lächerlich zu Beerus, okay? Okay. Aquaknarre. Und dann dürfte das hier gleich... Okay, Drachenwut regelt das. Die überlebt es nicht. Becky erreicht mittlerweile schon Level 17. Wie schnell Becky einfach dazugelernt hat. Lassen wir... Ja, Energiefokus vergessen. Ich werde Energiefokus niemals einsetzen. Einfach mehr Coverage-Option. So. Unser Team dürfte nach diesem Kampf wieder geheilt sein, oder? Ja. Unser Team wird jedes Mal wieder geheilt. Das ist gut. Oder war es ein späterer Punkt im Wald, an dem wir versagt haben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Mal schauen, was wir für wilde Pokémon haben. Das ist sehr interessant. Ich bin gespannt darauf. Wir werden sehen, wenn wir das hier erledigt haben. Und beide haben eine Vierfachschwäche gegen Kampf. Das bedeutet, das hier ist auf jeden Fall der Kampf von Becky, Freunde. Okay, das war's mit Sneebel. Und Doppelkick dürfte Desputar auf jeden Fall ausnocken. Als Gestein und nicht Pokémon. Mach dich nicht lächerlich, Desputar. Boah, Desputar im Team zu haben, das wäre einfach... Das wäre quasi dasselbe wie Rex Blizzard, nur in 1000-mal cooler. Und auch Sneebel. Sneebel wäre auch... Also beides wäre sehr cool. Okay. Gehen wir in den Kampf. Fünf Pokémon. Botogel und Staraptor. Zwei Flug-Pokémon gegen Jungglut. Ich glaube, da muss ich passen. Da schicken wir lieber Bishamon rein. Bodycheck reicht. Es muss nicht mal Drachenwut einsetzen. Bodycheck reicht einfach. Flügelschlag gegen Knackrack. Sejong. Das weckt Erinnerung. Sejong werden wir aus Rache sowas von als erstes angreifen. Und es wird sich gut anfühlen. Warum setzt du Sandsturm ein? Komm schon. Mach was Sinnvolles. Wow, dieses Sejong hält einiges aus. Aber immerhin haben wir es paralysiert und es kann nicht angreifen. Und mit, okay, mit dem Sandsturm dürfte Sejong immerhin von Donnerschock getuhittet werden. Diesen Ruckzuck-Hieb können wir verkraften, okay. Du hättest es einfach auf Staraptor machen sollen, aber was erzähle ich hier? Bishamon erreicht Level 18. So stark war unser Team noch nie. Ich meine, wir sind noch nie so weit im Spiel gekommen, also. Paralysiert. Ich kann mich nicht beschweren. Firnontor. Gut, ich würde an der Stelle tatsächlich nochmal wechseln, weil ich will wirklich nicht riskieren, hier aus irgendwelchen Gründen zu viel Schaden einzustecken. Deswegen... wird Bliss das regeln. Bliss ist halt immer die sicherste Option zum Einwechseln mit den drei Immunitäten und den guten Defensivwerten. Von daher... Mach das doch auf Firnontor! Das Ding kann man easy ausnocken. Egal. Immerhin eine Bedrohung weniger. Wortwörtlich, mit Bedroher als Fähigkeit. Oh, Eissturm! Aber zum Glück trifft es nur uns und nicht Knackrack. Ja, wir müssen uns an die Arbeit machen und dieses Firnontor auslöschen. Denn das wird Knackrack auf jeden Fall ausnocken. Junge. Come on! Warum? Wir müssen Konfusstrahl gegen Firnontor einsetzen. Junge! Okay, Drachenwut, immerhin. Dann, okay, es ist tot. So, kein Problem. Nein, es überlebt mit einem KP! Und es setzt Eissturm ein! Das war's für Knackrack!
Was? Das macht so wenig Schaden. Ich dachte jetzt wegen vierfach Eisschwäche, okay, ich muss mir Sorgen machen, aber Bro, das war ja gar nichts. Oh, Gesichte, jetzt müssen wir Angst haben vor Regigigas. Gut, Phenontor ist verwirrt. Das war jetzt maximal unnötig, da hätte Nachtnebel jetzt auch gereicht, aber ich wusste ja nicht, dass... Also eigentlich, Sandsturm regelt das. Ich wusste ja nicht, dass, das Phenontor angegriffen wird. Und ich musste mit aller Macht versuchen zu verhindern, dass es Knackrack gefährlich werden könnte. So, wie auch immer. Drachenwut gegen Regigigas, reicht das? Falls nicht, habe ich Konfusstrahl auf Lager. Irrschlag. Gut, das können wir verschmerzen. Auch hier hätte wahrscheinlich Finsteraura gereicht, also... Naja. Was rede ich eigentlich? Ich brauche gar nicht reden. Okay, Knackrack regelt das alles alleine. Wir brauchen gar nicht reden. Knackrack macht das hier alles ohne Probleme. Bliss erreicht Level 19. Ich würde sagen, dieses Mal können wir uns wirklich bei Knackrack bedanken, okay? Bei unserer Partnerin. Und sie heilt erneut unsere Pokémon. Sind hier noch Trainer? Oder sind das die, bei denen wir versagt haben? Mal schauen, was hier noch für wilde Pokémon rumrennen. Kadabra und Igelava. Ich muss zwar sagen, Sneeble und Despota fand ich krasser, aber gerade Igelava finde ich sehr cool. Okay, Doppelkick gegen Igelava, Bodycheck gegen Kadabra. Und das dürfte alles kein Problem sein. Oh, es überlebt sogar den Doppelkick tatsächlich. So, Freunde, ich musste tatsächlich nochmal pausieren, weil der Akku meiner Kamera leer war. Also heute ist wirklich XXL-Folge angesagt, okay? Ich denke, dieser Schnabel von Becky sollte den Rest regeln oder Knackrack regelt das mit Sandgrab. So viel dazu. Danke dir, Bruder. Becky hat sich übrigens in kürzester Zeit bereits auf mittlerweile Level 19 katapultiert. Also, tatsächlich, ja, okay, unsere Pokémon sind aktuell alle gleich stark, ne? Also jetzt abgesehen von Chi-Chi, die ist halt wegen Zertrümmerer da. Außer Bishamon ist auf Level 18, aber ansonsten sind alle auf Level 19. Das ging sehr schnell. Also wir haben vor, ich glaube, jetzt einer halben Stunde Spielzeit oder so, Becky auf Level 10 gefangen und ist bereits auf Level 19. Wie gesagt, Starter-Pokémon sind sehr pflegeleicht, was die Erfahrungspunkte angeht. Sasori. Als ein Pokémon, welches man auch sehr früh im Spielverlauf fängt. Also Nidoran ebenfalls. Bliss braucht, glaube ich, ein paar mehr. Wie ihr sehen könnt, die haben alle so 4800. Kommt alles ungefähr auf selbe hinaus. Bliss brauchte 6000, um auf Level 19 zu kommen. Also etwas schwerer zu trainieren. Bishamon hingegen sehr wenig. Also ungefähr quasi die gleiche Range wie bei den ersten drei. Wie gesagt... Ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass ich aus Versehen Itachi in sein Verderben habe rennen lassen. Aber das wäre früher oder später ohnehin einer der Gründe gewesen, warum wir ihn aus dem Team rausgenommen hätten. Okay? Denn klar, Drachenwut war cool für den Moment, aber das wäre früher oder später eh nicht mehr so nützlich gewesen. Und ja, vor der Liga dann... Oh, es sind wieder Sneeble und Despota. Also vor der Liga hätten wir es dann irgendwann zu Dragoran entwickelt und dann wäre es erst wirklich, wirklich gut gewesen so, ne? Und ich glaube, das hätte sich auf lange Sicht nicht gelohnt. Deswegen, ich will es jetzt nicht so unbedingt schönreden, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dieser Bodycheck müsste gegen Sneeble reichen. Dann greifen wir halt Despota mit dem Donnerschock an, kein Problem. Also wir fassen zusammen, die Pokémon, die wir hier bis jetzt gesehen haben, das waren Despota, Sneeble, Kadabra und Igelava. Ich muss halt sagen, Igelava mag ich sehr. Ich mag Igelava sogar mehr als die Weiterentwicklung Tornopto. Das einzige Problem, was ich mit Igelava habe, ist halt, wir haben bereits einen Feuerstarter in Form von Jungglut jetzt, und... Es ist sogar auch die zweite Stufe, ne? Also,
Jungglut und Igelava gleichzeitig im Team zu haben, das wäre so ein bisschen langweilig. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt Igelava nicht unbedingt noch haben wollen würde. Aber Despotar, Sneebel, Kadabra. Despotar wäre, glaube ich, so das, was ich mir am meisten wünschen würde. Sneebel. Danach und danach Kadabra, danach Igelava. Aber naja, wir werden dann sehen. Ich weiß ehrlich gesagt hier gar nicht genau, wo wir hin müssen. War da nicht irgendein Pokéball oder so? Kann es sein, dass ich den übersehen habe? Zwei Kadabras. Okay. Ja, ich habe kein Problem damit, die Erfahrungspunkte mitzunehmen. Mittlerweile sind jetzt alle Pokémon auf Level 19. Ich finde es cool, dass wir alle Pokémon mehr oder weniger auf einem Level haben. Das hatte ich ja letztens schon mal gesagt. Ich bin nicht so der Fan davon, ein Pokémon auf Level 30 zu haben und die anderen so auf Level 12 oder so. Ich mag es eher, wenn alle ungefähr gleich stark sind. Und abgesehen von Bliss brauchen auch, wie gesagt, alle jetzt eher weniger Erfahrungspunkte, um hochgelevelt zu werden. Deswegen ist es auch nicht so das Problem, das beizubehalten. Okay, nach diesem Donnerschock dürfte es das gewesen sein. Welche Pokémon können sich eigentlich entwickeln? Also Bishamon wird sich auf Level 30 zu Ampharos entwickeln. Und Becky, ich glaube, auf Level 36 zu Logok. Kann sein, dass das jetzt nicht ganz stimmt. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Bliss kann sich auf Level 37, meine ich, zu Zwirklob entwickeln. Also das dauert noch alles ein bisschen. So, wo sind wir hier? Immer noch nicht am Ende, oder? Ich weiß gar nicht, wo müssen wir lang? Da ist auf jeden Fall ein Pokéball. Das heißt, da waren wir noch nicht. Hyperball. In einem Pokéball ist ein Hyperball. Okay. So. Hier ist die Villa. Hier ist die Villa, in der wir Rotom bekommen können. Was war das? Ich dachte schon, ist das ein Glitch oder so? Aber ist ja klar, wenn ich hier stehe und wir dann so wechseln, dann geht sie halt da rein. Lol, das sah aber komisch aus. Ich glaube, nach der Arena können wir hierhin zurückkommen und können dann hier Rotom fangen. Ich müsste es aber nochmal genau nachgucken. Ich weiß nicht mehr genau. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Hey Mann, du mit deinem Knackrack dürftest dir eigentlich gar keine Sorgen machen, okay? Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich bei dir, Raissa. Oder wie auch immer dein Name ausgesprochen wird. Es war mir eine Freude. Dieses Mal haben wir es deutlich besser hinbekommen als beim letzten Mal. Und dieses Mal warst du wirklich 10 von 10 Tag-Team-Partner, okay? 10 von 10. Ja. Ich würde sagen, da wir jetzt allein unterwegs sind, können wir jetzt auch direkt die Chance ergreifen und hier versuchen, ein Pokémon zu fangen. Oh, direkt beim ersten Grashalm. Und es ist Igelava. Genau das eine, wo ich gesagt habe, okay, das würde nicht so unbedingt ins Team passen. Gut, aber selbstverständlich versuchen wir es zu fangen. Ich mag aber Igelava sehr. Also ich mag Igelava mehr als Jungglut, muss ich sagen. Aber ich glaube, Jungglut ist auf lange Sicht stärker. Vor allem haben wir es jetzt schon hochgelevelt, okay? Eins. Na gut, das bleibt nicht so leicht drin. Dann machen wir es anders. Donnerwelle. Imagine, wir hätten Despotar gehabt. Despotar wäre aber halt auch sehr schwer zu trainieren gewesen. Also, ich glaube, Sneebel wäre die optimale Lösung gewesen. Ich glaube, Sneebel wäre das Beste gewesen. So von, also, von dem Schwierigkeitsgrad her ist hoch zu leveln, von der Stärke her und so. Despotar wäre wahrscheinlich stärker gewesen, aber Sneebel wäre, denke ich, das Beste gewesen. Eins, zwei, 3. Nein! Es kommt wieder raus. Ich muss an der Stelle nochmal wechseln, weil wenn jetzt irgendwie ein Volltreffer kommt oder so, das wäre so unnötig. Ich will halt die Hyperbälle nicht verschwenden, okay? Deswegen werfe ich lieber Pokebälle. Als ob du in dem Kackball nicht drin bleibst. Okay,
Es ist ein Feuer-Pokémon. Und das, also ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt von dieser Glut gekillt wird, okay? Falls doch, dann ist es halt so. Nee, okay. Bei weitem nicht. So, Igelava, komm schon. Bleib im Ball. 1, 2, 3. Easy. Eigentlich war es nicht so easy, aber auch egal. Ja, Igelava, ich mag Igelava, wie gesagt, deutlich mehr als Tornupto. Also so vom Design her, ich feiere es mehr. Auch wenn Tornupto zwar stärker aussieht, aber Igelava sieht cooler aus. Es bedroht seine Gegner mit der Hitze seiner Flammen. Ist es kampfbereit, lodern sie stärker. Ab der 6. Generation lodern sie leider gar nicht mehr. Wegen den 3D-Modellen, wo man aus irgendwelchen Gründen die Flammen entfernt hat. Wie wollen wir den Kollegen denn nennen? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Igel. Und er ist halbwegs blau. Und andererseits ist er auch rot. Ich wollte eigentlich sagen Sonic, aber ich glaube Knuckles passt tatsächlich besser. Wegen der Flammen, die rot sind. Also dann, Knuckles! Willkommen auf dem Friedhof. Da sollte es eigentlich nicht hin, sondern in Box Nummer 1, aber egal. So, und damit, Freunde, werden wir in Ewigenau... Nein, wir sind auf Route 205! Verdammt! Wie lang geht denn bitte die Route? Haben wir auf Route 205 bereits was gefangen? Lass mich mal eben auf die Karte schauen. Oder war das noch Route 204? Hier ist Route 205. Da war auch schon Route 205. Da war auch schon Route 205. Da war Route 204. Haben wir auf Route 205 was gefangen? Nein, oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ist ja auch eigentlich egal. Ich bin eh zufrieden mit dem Team. Gegen die hier werden wir später kämpfen. Und jetzt sind wir aber endlich in Ewigenau angekommen. So. Ich würde sagen, für heute reicht das dann auf jeden Fall. Ich glaube, der Part ging ohnehin lang genug. Ich weiß nicht, was genau wir zu erledigen haben. Ich habe gesehen, da war auf jeden Fall ein Team Galaktikrüpel. Das bedeutet, bevor wir gegen die Arenaleiterin kämpfen, werden wir höchstwahrscheinlich irgendwie Team Galaktik bekämpfen müssen. Wir sind mit unserem Team Bishamon, Chaz, Bliss, Sasori und Becky auf jeden Fall gewappnet. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.